Pipe, herzlich willkommen am 23. Dezember hier zur 23. Folge vom Adventskalender 2022 und damit herzlich willkommen zurück zum Fernbus-Simulator. Und wir fahren heute eine schöne Strecke und zwar fahren wir heute von Koblenz nach Dortmund. So, wir gehen wieder ein Stückchen weiter Richtung Norden, einmal hier an Leverkusen vorbei, wunderbar. Klicken wir hier auf weiter, das Ganze fahren wir natürlich realistisch, ist ja klar. Und wir starten heute um 8 Uhr, ist eine schöne Morgentour. Und natürlich auch wieder im Winterflixbus. Wie soll das auch anders sein, ne? So, Spiel starten. So, da sind wir wieder. Es schneit tatsächlich wieder. Wie gestern, ist richtig schön. Aber es ist verdammt dunkel. Zack, hinsetzen. Zielanzeige aktivieren. Gibt es hier doch auch so Fahrerlicht, ne? Ja, guck mal. Machen wir hier so ein bisschen Licht an. Und Küche machen wir an. Dass man sich auch mal so eine heiße Tasse Kakao oder so holen kann, ne? Und Abfahrt. Oh Gott, jetzt sind wir einfach wieder reingefahren. Sind wir hier richtig? Oder sind wir falsch? Ja, wir hätten auch hier unten lang gekonnt, ne? Aber na gut. Fahren wir halt hier oben rum. Ja, weil hier Koblenz noch ein bisschen kennen, ne? So, gleich sind wir am Koblenzer Zopf. Und holen dann da unsere Leute ab. Und schauen wir mal. Also wir haben 7:45. Aber wir werden vermutlich 10 Minuten irgendwie früher losfahren. Und dann kommen wir auch umso früher in Dortmund an. Werden wir uns nicht 10.000 Mal verfahren. Wunderbar. Alles im grünen Bereich. Entschuldigung, das war meine volle Absicht. So, zack, Motor aus und dann laden wir die Leute ein. Hier steht auch schon ein Tannenbaum, geil. So, guten Tag, meine Damen und Herren. Kann ich was für Sie tun? Bitteschön. Auf nach Dortmund? Jo. Cool. Ja, sehr cool. Hier, mein Ticket. Nee, nach Bonn fahre ich nicht, Oma. Tut mir leid. Ja. So, alle hatten was Richtiges dabei, ein Ticket, außer Sie. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Ma'am? Kein Problem, ich komme schon zurecht. Na, dann ist ja schön. So, machen wir Luke zu. Tür ebenfalls. Und dann machen wir Abfahrt, ne? So, erstmal hier rauszirkeln. Ja, dann sage ich dir gleich, wie hat mit dem WLAN funktioniert. Aber lass mich erstmal rauskommen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich hier an Bord des Winterflixbusses in Richtung Dortmund. Während wir feststecken, möchte ich Sie freundlich darauf hinweisen, dass sehr viele Menschen immer noch kein Abonnent von Markelle sind. Und deswegen bitte ich Sie doch recht herzlich darum, ein kostenloses Abo dazulassen, um dauerhaft kostenloses WLAN in allen Bussen und sonstigen Fahrzeugen zu erhalten. Ich bitte Sie auch recht herzlich darum, nicht während der Fahrt mit dem Fahrer zu sprechen. Ich wünsche jetzt noch eine angenehme Fahrt. Während die Polizei nicht weiß, wie man fährt, sehen wir uns dann in Dortmund wieder. Eine angenehme Fahrt wünsche ich Ihnen. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Busfahrer. So, was ist jetzt hier mit dieser Polizei? Kann die nicht fahren oder was ist hier los? Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Ja, das kann ich auch nicht ändern. Dann hätte sie keinen mitnehmen sollen. Bevor die Polizei hier gleich irgendwie wieder stehen bleibt, überholen wir sie kurz mal. Ist die Verbindung so schlecht oder das WLAN defekt? Das WLAN, das habe ich dir gerade eben erzählt, Kollege. Dann hast du wahrscheinlich mich noch nicht abonniert. Oh Gott, oh Gott. Oh, hier ist glatt. Oh Gott. Entschuldigung. Mir wird gleich schlecht. Ja, nicht nur dir. Das glaubt man. So, die Sonne geht langsam auf. Man sieht so ein bisschen rosa-rotes Licht in der Luft. So, dann einmal. Gott, oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass wir hier Rallye fahren. Ich wusste gar nicht, dass Koblenz so einen Abgrund hat. Kommen wir hier wieder hoch? Ja, okay. Sehr gut. Wir haben blaues Licht im Bus, oder was? Jo, wir haben blaue Beleuchtung hier im Bus. Ja, sehr geil. Sehr geil. Und hier die Treppe auch. Oh, herrlich. Da will man auch direkt mitfahren. So. Ich hätte einen Pullover mitnehmen sollen. Ist das kalt? Naja, ein Pullover empfiehlt sich generell in der Winterzeit, ne? Aber ist deine Entscheidung. So, und jetzt aber überholen hier. So, kurz in die Mitte, passt. Ja, aber echt, die fahren ja alle so langsam, ist ja schlimm. Dass sie alle 80 fahren in der 80er-Zone. Oh Gott. Passt. So, dann hier einmal links rum Richtung Dortmund. So, ja. Oh Gott. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Ich weiß nicht, der ist mir reingefahren. Aber wahrscheinlich, weil es so glatt ist, ist er mir einfach reingerutscht. Da kann ich auch nichts ändern. Könnten Sie mal das WC freischalten? Könntest du mal bitte deinen Mund halten? Ja, wir fahren einfach kurz einmal außen um die Ampel rum. Und dann ist das nicht strafbar. Und hier das gleiche Prinzip. So, Vorsicht. Ja, hab ich. Lässt dann sogar vor. So ein netter Autofahrer. Ja, Oma, du sollst dich anschnallen.
Das ist klar, dass es hier und da mal so ein paar Turbulenzen gibt auf der Autobahn. Ja, wegen Glätte ist hier nur 60. Aber das schüchtern uns nicht ein. Wir ballern hier trotzdem mit 100 lang. Hast du den Blitzer gesehen? Nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Nicht so langsam fahren, Leute. Wir wollen heute noch ankommen. Wir haben noch 180 Kilometer. So, wir nutzen einfach kurz den Standstreifen, weil auf der Autobahn gehst du langsam voran. Ich komme in die Toilette nicht rein. Ja, das kann ich auch nicht ändern. Hier drinnen wachsen schon Eiszapfen. Ja, ist auch gut. Dann nimm dir einen ab und dann hast du was zu essen. So, wir machen jetzt erstmal eine Raststätten-Challenge hier dafür. So, um die Fahrgäste ein bisschen zu unterhalten hier. So, und rauf auf die Tanke. Jo, wir nehmen den Engweg. Pass. Sie fahren wie ein Idiot. Hey, sei ruhig. Und wieder rauf auf der Autobahn. So. Wer hat den Schlüssel zur Toilette? Nein, hat der Chef. Oh, Freunde der guten Unterhaltung. Was sehen wir hier rechts? Eine Ausfahrt zu einer Raststätte. Na, machen wir nochmal eine Raststätten-Challenge hier. Mein Nagel ist angerissen. Ja, das kann ich auch nicht ändern. Musst du mal mit rechnen, wenn du hier mitfährst. Dann hobbeln wir mal kurz hier rüber. Auf die andere Spur. So. Und wieder rauf auf der Autobahn. Clean. So, noch 50 Kilometer. Und wir sollen hier rechts erstmal die Autobahn verlassen Richtung Dortmund. Jo, einmal eben Autobahnwechsel. Und dann die letzten Kilometer nochmal runterroggen Richtung Dortmund hier, ne? So, das Ganze machen wir hier schön sanft und geschmeidig. Perfekt. Oh, ist rutschig hier. Hier wurde nicht gestreut. Ist nicht so ausgeprägt. Kann das sein? Doch, ist er. Aber dafür, dass hier nicht gestreut wurde, kann ich auch nichts dafür. Ja, nicht festfahren. Uiuiuiui, der gräbt sich durch den Schnee. Ah, wir kommen voran. Ja, das kann ich auch nicht ändern. Die ist halt nur mal so klein. Größer gibt's sie nicht. So, Leute, gib mal ein bisschen Gas hier. Achtung! Was war das? Weiß ich nicht, du. Ich glaube, das war die Tür von dem Transporter, aber ich bin mir nicht sicher. So, Pipeheels. Wir fahren jetzt hier rechts runter nach Dortmund. 20 Kilometer noch. Da sind wir gleich schon. Da ist schon das Stadion. Ja, ist es. So. Fahren wir hier links an der Ampel vorbei. Ich nicht. Ich bin Busfahrer, ich gehe nicht kacken. So, noch 10 Kilometer. Jetzt ballern wir hier erstmal kurz durch Dortmund durch. Und dann sind wir auch gleich am Ziel. War nicht meine Schuld. Zu jung zum Sterben. Ja, und ich zu schön. Sie haben diesen Film mit Keanu Reeves und Sandra Bullock auch zu oft gesehen. Ja. Ich weiß halt nicht, was für ein Film das ist. Ist die Verbindung so schlecht oder das WLAN defekt? Entschuldigung. Ja, ich könnte drauf tippen, dass das WLAN vielleicht defekt ist. So, der ein oder andere Crash passiert hier. Da kann vielleicht mal was kaputt gehen. Aber ich weiß es nicht. So, und da ist unsere Endhaltestelle. Da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Jo. So. Da sind wir, meine Damen und Herren. Ich wünsche einen schönen Aufenthalt hier. Wollen Sie nicht raus? Ach, wir sind zu weit. Eine Sekunde. Ja, beruhig dich. Alles entspannt. Zack. So, Luke auf. So, wie hat denn dieser Busfahrer hier geparkt? Das ist ja schlimm. Der steht ja komplett schief hier. So, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt hier im schönen Dortmund. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ich habe jetzt aber erstmal Feierabend. Also, ausloggen. WLAN-Freigabe 1%? Wie soll das denn möglich sein? Und WC-Freigabe 20%? Na gut, da hat mir einfach jemand einen Gang gemacht. Aber 1% WLAN? Haben wir sich reingehackt da? Naja. So, Lenkzeit haben wir zu 100% eingehalten. Betriebszeit ebenfalls. Sachschäden haben wir nur 22 verursacht. Keine Passanten verletzt. Keine Unfälle, aber eine Radarkontrolle. Na gut, kann man drüber wegsehen. Wir sind 69,3% auf der Straße gefahren und haben die Geschwindigkeitslimit zu 65% eingehalten. Außerdem haben wir den Sicherheitsabstand nur 26 Mal nicht eingehalten. Ich finde, damit kann man leben. Das war's mit dieser Folge vom Adventskalender. Ich bin Mike Hedde und ich wünsche euch jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao.